leave us, just watch. Late night, I go. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Kanalvorstellung hier auf meinem Kanal. Heute sind wir auf dem Kanal vom Mordeer oder Mörder. Vielleicht soll das auch Mörder heißen. Ich gehe mal davon aus, dass es Mörder heißen soll. Würde ein bisschen mehr Sinn ergeben. Aber vielleicht auch Mörder. Weiß ich nicht genau. Also 325 Abonnenten, 3594 Aufrufe und ist seit dem 6. November 2012 mit dabei. Also auch schon eine ganz schön lange Zeit auf YouTube. Fast 4 Jahre. Also ist jetzt in seinem 4. Jahr. Sehr schön. Wir gehen in die Beschreibung rein, schauen wir mal, was er so geschrieben hat. Beschreibung: Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich lade auf diesem Kanal meist das hoch, worauf ich Lust habe, beziehungsweise was gerade aktuell ist. Ich denke, ihr wisst schon. Ich spiele meist mit Freunden oder alleine. Was anderes ist ja auch schwierig. Ja, genau. So oder so ähnlich. Neben Minecraft lade ich auch noch andere Spiele, wobei Minecraft auf meinem Kanal nur eine Nebenrolle spielen soll. Wen es interessiert, ich heiße Nico und bin 16 Jahre. Ja, mich interessiert das immer. Wie der Real Name von dem jeweiligen YouTuber oder von dem jeweiligen Kanalinhaber ist. Also Nico, 16 Jahre alt. Ansonsten viel Spaß auf seinem Kanal. Hier unten sind immer seine ganzen PC-Daten. Ich interessiere mich immer gerne für die Grafikkarte. Das hat er. Ah, okay, Alter. Er hat einen GeForce GTX 980 Ti 6 GB. Ist nicht ganz die schlechte. Windows 10 hat er unter anderem und die ganzen anderen Sachen könnt ihr euch ja auch mal durchlesen. Ein Twitter-Account hat er auch noch. Ein Google Plus-Account hat eh jeder heutzutage. Und ein Twitch-Account. Das heißt, des Öfteren kommen vielleicht auch mal Livestreams. Wir schauen mal zu seinen Videos, was er da alles so hat. Und wir sehen, in letzter Zeit kam sehr oft Let's Play DayZ oder DayZ. Ich glaube, DayZ wird das ausgesprochen. Ist wieder nicht so mein Genre. Aber wie gesagt, vielleicht gibt es ja da draußen unter euch ein paar Leute, die DayZ feiern. Unter anderem hat er jetzt hier noch die 4. Folge von Brawlhalla hochgeladen. Wahrscheinlich irgendwas mit Nintendo, könnte ich mir vorstellen. Sieht auf dem Thumbnail so aus. Vielleicht sowas Ähnliches wie Super Smash Bros. Also das, so spontan könnte ich mir das jetzt vorstellen. Du kannst ja mal in die Kommentare schreiben, was das ganz genau ist. Oder ich guck's mir einfach gleich mal an. Oder er schneidet einfach eine Szene rein. Mal gucken. Vielleicht auch von DayZ. Mal gucken. Entscheide ich spontan beim Schnitt. Ja, DayZ kam, wie gesagt, die letzten 2 Wochen regelmäßig eigentlich jeden Tag. Er versucht auch regelmäßig was hochzuladen. Jetzt ist er seit einer Woche oder seit ein paar Tagen mal inaktiv. Das macht er nichts. Aber wenn ich sehe, ein Kanal ist schon so seit 2 Wochen oder so oder seit 3 Wochen inaktiv, dann streiche ich den auch wieder von der Liste. Ich hatte auch folgende Situation. Ich habe auch 2, 3 Kanäle vorstellen wollen. Da bin ich raufgegangen. Die haben ihre Kanäle dann einfach geschlossen und haben die Videos dann alle gelöscht und haben nicht mal Bescheid gesagt. Das ist natürlich auch immer so eine Sache. Es wäre natürlich schön, falls ihr keine Kanalvorstellung mehr wollt oder wenn ihr euren Kanal beendet, wäre es natürlich schön, wenn ihr mir kurz Bescheid sagt, damit die Kanäle, die noch warten, natürlich höher rücken in der Rangfolge oder in der Reihenfolge. Ne? Dann kommen die natürlich auch ein bisschen früher dran. Das ist natürlich dann immer ein bisschen unvorteilhaft. Naja, egal. Das nur kurz dazu. Ansonsten schauen wir mal weiter nach unten. Er hat auch Minecraft, wie er ja geschrieben hat, dabei. Ne? Aber Minecraft soll ja nur eine Nebenrolle spielen. Deswegen, das letzte Minecraft-Video war vor einem Monat. Minecraft Masterbuilds, ja, eine Poolparty. Deutsch HD, 60 FPS. Und früher kam auch das öfteren nur Master Builders, also ist Master Builders wahrscheinlich sein Lieblingsspielmodus. Ja, hier, Master Builders, nur Master Builders. Dann, wie gesagt, hat er auch einmal einen 24-Stunden-Stream gemacht. Overwatch hat er auch mal eine Folge gebracht. Aber in der letzten Zeit mehr DayZ. Und wenn ihr auf DayZ steht, wir schauen mal, was er vorher gebracht hat. Ja, DayZ, Brawlhalla. Letzte Folge war jetzt auch vor 3 Monaten. Jetzt hat er vor einer Woche mal wieder die 4. Folge rausgebracht. Also vielleicht wird er ja auch bei diesem Projekt wieder aktiv. Es müssen ja nicht 2 oder 3 bis 4 Projekte gleichzeitig sein. Es reicht ja, wenn du so 2 Projekte hast, DayZ und Brawlhalla zum Beispiel, und die in gewissen Abständen bringst. So würde ich das machen. Videolänge ist auch okay. Aufrufzahlen sind auch okay. Sieht zwar immer ein bisschen blöd aus. Die Abonnentenzahlen schon fast, oder hast halt 325 Abonnenten, aber noch nicht mal die 50 Aufrufe. Ich habe mit so Anschuldigungen auch immer zu tun. Aber ich finde, wenn man Spaß dran hat, und ich denke mal, du hast Spaß, dann ist das die Hauptsache, egal wie viele Views man hat. Okay, es ist nicht ganz egal, aber ne, wenn man Spaß dran hat, also so ist das bei mir, da freue ich mich auch über 10 Views oder 15 Views. Deswegen, also ich wünsche dir ganz viel Spaß und ganz viel Glück weiterhin, Nico, mit deinem Kanal. Ja, läuft ja bislang halbwegs ganz gut. Ich hoffe, du kriegst noch ein paar mehr Zuschauer, ein paar mehr aktive Zuschauer mit dazu. Und wenn ihr euch bewerben wollt, schaut einfach unten in die Videobeschreibung rein und lest das, was ich dort geschrieben habe. Nochmal kurz eine Sache zu der Abonnentenanzahl, weil mich schon viele Leute wieder gefragt haben oder viele Leute das nicht so ganz verstanden haben. Es ist ja eine Anforderung, dass man mindestens zwischen 100 und 150 Abonnenten haben muss. Das heißt, wenn ihr aber mehr als 150 Abonnenten habt, ist das natürlich umso besser, weil viele haben auch geschrieben, ja, ich würde mich ja gerne bewerben, ich habe aber schon zu viele Abonnenten. Und ich gesagt, hä, wieso hast du zu viele? Ja, du hast ja geschrieben, dass du nur Kanäle nimmst zwischen 100 und 150 Abonnenten. Nee, jetzt habe ich nochmal dazu geschrieben, je mehr, desto besser.
Ne, ihr müsst nur zwischen 100 und 150 Abonnenten haben. Das heißt, habt ihr 100 Abonnenten, dann könnt ihr euch bewerben. Habt ihr 99, könnt ihr euch nicht bewerben. Habt ihr 150 Abonnenten, könnt ihr euch bewerben. Habt ihr 250 oder 300.000, könnt ihr euch auch noch bewerben. Also, wer weiß. Deswegen, das nochmal kurz dazu. Ansonsten, Bewerbung per Privatnachricht, wie das auch unten drin steht. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Schaut beim Nico vorbei. Der Link ist unten drin. Macht's gut. Ciao. So, hallo und herzlich willkommen bei Master Builders. Mit dabei ist der... Ja. Bisschen. Da. Ich würde sagen, das ist auch schon zu viel, aber das passt schon. Vielleicht kann ich hier noch was hinmachen. Oh ja, ich glaube, ich bin damit zufrieden. Der geht schon, der hat schon Angst. Der denkt sich nur so, okay, ich bin raus. wo sehe ich denn jetzt, welches das war, was gewonnen hat? Ich sehe das auch nicht, ich sehe nur behindertes Feuerwerk. Ich auch, hallo. Kann ich mal laufen? Aus hier, nie mehr. Nie mehr. Ja, okay, ich würde mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich glaube, Marcel weiß jetzt schon, was auf ihn zukommen wird. Ne, Marcel. Was? Dann würde ich mal sagen, sehen wir es beim nächsten Mal. Ich drehe gerade! Beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao.